Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge von Kirby Star Allies. Wir spielen heute die ultimative Auswahl. Meine Laune ist sehr hoch. Ich habe gerade eben nämlich schon mal diesen Modus gespielt. Man muss erst zwei Schwierigkeiten schaffen, bevor man die höchste freischaltet. Habe ich beide in einem ganz guten Video gezockt. Und meine Capture Card hat sich gedacht, nee, lass mal bleiben. Und ja, oh, man kann sich aussuchen, ob man Kirby oder den eigentlichen bei denen haben will. Ihr seht, wir haben einmal mit Elektro die Schwierigkeit 5 geschafft, die Schwierigkeit 7 mit Dark Metanite. Und den werde ich auch wieder nehmen. Allgemein mochte ich mein Team aus dem Run ziemlich gerne. Nur Margolor hat nicht gut performt. Deswegen werde ich ihn ersetzen. Und ich überlege, ob ich wieder die Malerin hier reinnehme oder ob ich einen Koch nehme. Der Koch tankt halt mehr. So. Jetzt explodiert es hier noch ein bisschen. Hier, das haben wir letztes Mal gespielt. Scharfe Prüfung, wo wir ein paar Bosse bekämpfen mussten im Spiel. Hier mussten wir schon ziemlich viele, so ziemlich alle bekämpfen. Und jetzt können wir noch zum Seelenschmelzer übergehen. Mit einer unbekannten... Der finale Super-Ultra-Omega-Kampf. Abgesehen von dem Modus, den man danach noch freischaltet. Aber ob ich einen Modus danach spiele, steht sehr in den Sternen. Gerade jetzt ist meine Motivation mega hoch. Da steht schon 13... Oh mein Gott, die geben einem nur 6 Tomaten und wir haben halbe Leben. Es wird ein fucking schwerer Run. Eine Kirsche. Krass. Auch mein Damage-Output merkt ich schon deutlich geringer. Also, was wichtig ist, das habe ich schon festgestellt. Dark Metanites Charge Attack hier ist ein ziemlicher Selbstläufer. Ich habe außerdem ein unverwundbares Schild. Ah, zu lang gehalten. Ja, ich werde gehittet. Man kann das auch nicht shielden, den Move. Keine tolle erste Performance in dem Iggy Woods Battle. Ich habe gerade meine Augen sehr auf dem Scheiß da drauf. Aha. So, mein Team merkt ihr, ist abgesehen vom Koch sehr offensiv ausgelegt. Die magischen Schwestern, die wir im Heldenmodus freigeschaltet haben. Wahrscheinlich der brokenste Charakter im Game. Haben bisher noch das brokenste, was sie haben, nicht gezeigt. Ja, und meine Leute bleiben einfach mitten in den Angriffen stehen, weil why not? Natürlich trifft das alle. Ich werde nicht so viel reden in diesem Run, weil das wirklich... Ja, Koch. Es kommt nicht viel raus. Heilung. Haben alle ein bisschen was bekommen, zumindest. Weshalb wir mit okayen Leben dastehen. So. Weiter geht's. Noch vielleicht 11 Mal. Die letzten Runs waren der erste 9, der zweite 13 übrigens. Mit dem Unterschied von Morphonite, dem Endboss und 2 der magischen Schwestern, die es beim ersten Run nicht gab. Und ihr seht schon, was hier für Attacken rausgeballert werden. Also die Offensive von den magischen Schwestern ist broken. Punkt. Ja.
Ihr seht, what the fuck, so sehr haben wir die in keinem Run zerstört. Man muss auch sagen, beim ersten Run hatte ich, glaube ich, die magischen Schwestern nicht dabei, aber... Eben. Können wir uns eine Tomate leisten inzwischen? Ich würde nicht sagen, ey. Naja, ein bisschen was brauche ich auch selber. Und Tomaten heilen ja nicht so viel. Okay, bisschen aufpassen, das ist halt immer mega unnötig, gehittet zu werden von einem spawnenden oder sterbenden Boss. Ne? Sterben allgemein. Die Ultis halt bei den magischen Schwestern sind broke. Ah ne, der Koch hat Cooldown. Ah, ich bin gar nicht gut. Den wegmachen. Oh mein Gott, die leben. Kann der Koch im Heilraum kochen? Wir brauchen halt auf jeden Fall eine Heilung. Ich denke, wir können es uns bei dem Fortschritt auch leisten, aber Meta Knight war, glaube ich, in beiden Runs einer der, sagen wir, instabileren. Mit dem können wir halt hier clashen, wie ihr seht. Was mit Schwertkämpfen gegen Meta Knight ja immer möglich ist. Koch was. Kein Bock anscheinend. Wie kann ich auf den reiten? Was hast du nur meint? Spring auf einen Freund und unten drück ich doch. Ja, jetzt mach was. Wichtig. Gerade wenn ich so auf die Leben guck. Natürlich trifft das da oben so hässlich. Ja, der Kampf war nicht gut, wieder mal. Das Kochen war recht vorteilhaft, hat uns ein bisschen was eingebracht, aber... Ha. War trotzdem nicht unbedingt ein guter Run, aber den nächsten müssen wir auf jeden Fall noch schaffen. Was man aber... Oder? Nee. Nee, die Uhr vom Koch geht nicht mal vorwärts im Raum. Wow. Das heißt, man kann auch nicht abcampen. Ernsthaft, der hat mich da so getroffen. Könnt ihr euch vielleicht nicht alle dumm treffen lassen? Dieser Kampf ist gerade sehr bad.
Okay, einen sind wir los. Ja, genau, bleibt da stehen. Ich sag's mal so, dass wir die alle wiederbeleben mussten, war vielleicht sogar ein Vorteil, weil sie jetzt eigentlich alle mehr Leben haben als vorher. Ich denke aber, wir sind an einem Punkt, an dem wir uns eine Tomate erlauben können und sollten. Und die Tomate heilt ziemlich genauso viel, wie ich vorhin mit Dark Metern halt übrig hatte, zu dem Thema übrigens. Ja, hast du nicht gesehen, wie wenig das war? So, erste Phase, kein Problem. So, letztes Mal war Doppelkranken, glaube ich, die Bosskampfphase, die wir am einfachsten gecarried haben. Wir haben ihn wirklich komplett zerstört dieses Mal, stellen sich meine Freunde aber deutlich beschissener an. Die nutzen ihre Power wirklich nicht. So, trotzdem, nachdem die Attacke rum war, ganz gut performt. Der einzige, der anscheinend relevant Schaden gefressen hat, war Max. Das heißt, das ist ganz gut. Der Koch hat fast wieder eine Runde frei. Die würde ich aber, obwohl wahrscheinlich werde ich nicht eine große Wahl haben, wenn ich die nutze. Der Koch macht was, aber ganz uneffektiv. Obwohl, okay, die Items gehen eigentlich voll klar. Ja, jetzt wurde ich halt voll gehittet. Der Koch selber hat Full Life, ich habe recht viele Leben. Ja, es ist gerade nicht ein zu schlechter Zwischenstand. Max hat minimal mehr Leben als vor dem Kampf, die magischen Schwestern etwas weniger, ich und der Koch mehr. Wir sind nicht zu schlecht dabei im Moment. Fokus aber behalten. Ich glaube nicht, dass von all den Gegnern Flammenberger jetzt am schlimmsten wird, muss ich sagen, aber... Wir sollten sie nicht unterschätzen, auch wenn sie im letzten Run wahrscheinlich der einfachste Boss war. Genau das! Die kann nichts! Die ist wahrscheinlich die schwächste von den Schwestern. Die kann literally gar nichts. Ja, an sich steht da noch viermal und noch vier Runden. Wir wissen aber, es ist mehr. Ansonsten wäre da auch nicht dieses scheiß Fragezeichen. Echt jetzt? Es sind nur noch diese vier... Dann hätte ich mir eine Tomate nehmen können. Ich bleib dabei, also Dark Meta Knight, diese Neutral B nenne ich es halt, ist ein saustarker Move. Der Anfang hat mich nicht so überzeugt, muss ich sagen. Ja, aber das war auch wieder eine Zerstörung. Sehr schön. Die Schwestern haben wir alle drei zerstört.
Auch wenn ich sehr viel Leben habe, jetzt nehme ich mir eine. Wir haben noch 3 Matches, 4 Tomaten. Und der Koch wird noch zwischendrin wahrscheinlich wieder eine Ladung bekommen. Da können wir uns das leisten. Und noch nimmt die Capture Card angeblich auf. So. Hier jetzt nicht übermütig werden am besten. Ich glaube, so schnell haben wir die erste Phase noch nicht geschafft. Allgemein, ich glaube, ich muss die Aerial-Side ein bisschen öfter nutzen. Die ist fucking gut. Lasst euch nicht so mies treffen, Leute. Leider Heimes selber verfehlt. Komm, Bran. Der Koch hat eine Ladung wieder. Wow. Hä, wo bin ich? Ich hab mich komplett aus den Augen verloren. Der Kampf war nicht sonderlich bravourös, sage ich mal. Aber wir haben es hinbekommen und haben noch ein paar Leben übrig. Morphonite. Eine nehmen wir uns. Eine nehmen wir uns lieber mal. Dann haben wir noch 2 übrig für danach. Wo bin ich? Alles klar. Das war kein guter Einsatz vom Special bei den magischen Schwestern. Ah, die haben wir nicht geklärt. Okay, jetzt wird's ekelhaft. Bleib da weg. Dein Ernst? Warum hatte ich auf einmal so wenig... Wirklich? Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß-Run nochmal spielen. Wow, richtig Bock. Ja, also heute läuft's. So, spätestens jetzt schalte ich euch aber auf jeden Fall wieder dazu, denn wir sind back bei Morphonite. Mit einem eigentlich... Du sagtest, man bekommt eine Kirsche nach dem Kampf, ne? Dann gehe ich das Risiko ein und nehme mir 2. Toll. Ich gehe aber dieses Mal lieber gar kein Risiko ein. Nachdem letztes Mal dieser Kampf den Run gefühlt aus dem Nichts beendet hat.
Projektile aus dem Nichts. What? Okay, meine Freunde haben nicht so toll das mitgenommen. Ich bin allerdings gerade gut dabei. Und bin anscheinend der Einzige, der beim Kochen da war. Oh, der macht aber das Dicke. Da gingen viele Leben raus. Haltet euch fern. Boah, die lassen sich immer treffen, die magischen Schüsse. Okay, okay. Ich hab volle Leben nach dem Morphonite Battle. Es lief beim letzten Mal ein bisschen anders. Jetzt darf nichts schief gehen. Letzte Runde. Das Bild, Alter. Gönnt euch alle Leben. Wir haben auch noch eine Tomate. Nicht ganz volle Leben, aber mehr bekommen wir nicht. Auf geht's, letztes Battle. Ich weiß nicht, ob nur am allerhöchsten Schwierigkeitsgrad, der übrigens DLC war und deswegen nicht zu 100% zählt, der komplett ausrasten wird. Ich habe herausgefunden, dass die Steuerung ein paar Optionen hat bei den letzten, beim 5er war überhaupt Volterminer nicht drin, dementsprechend. Ich habe herausgefunden, dass man mit ZR schießen kann, was für mich um einiges komfortabler ist, muss ich sagen. Okay, in dieser Phase hat man weniger Leben als beim letzten Mal. So. Bisher wurden wir von nichts getroffen, auch wenn die Attacken stärker sind, das sehe ich schon. Oh, Scheiße. Als ob das gehittet hat. Der Volterminer-Fight läuft so bad gerade. Okay, das war sehr wichtig. Ich glaube, ich wäre nicht ausgewichen. Ganz schnell hinter ihn rücken. Dann kann er nichts machen. Jetzt muss ich aber an die Vorderfront. Das hat Lauf. Komm jetzt, stirb! Danke! Tryhard-Modus ist gerade definitiv an! Ich weiß nicht, ob das eigentlich jetzt meine Leben betrifft. Also den Schaden, den ich mit den Superstar-Lights nehme, ob ich den jetzt auch hier habe. Das ist mies. Ja.
Okay, das haben wir. Jetzt kommt der schwerste Teil. Jetzt sind die Spielchen komplett rum. Okay, erstes Leben weg. Wow, ein kleiner hat gereicht. Okay, der Move. Ihr merkt, der ist ein bisschen anders schon. Deutlich zielsuchender. Das ist ganz schwach. Warum war das so knapp mit dem letzten Fall? Habe ich aus Versehen nach hinten gesteuert, ohne es zu bemerken. Ich habe halt, to be honest, das Kampffeld überhaupt nicht im Auge. Der macht zwei? Wie hätte ich denn das riechen sollen? Es reicht nicht. Jetzt aber. Wie hätte ich denn... Oh mein Gott, oh Gott, jetzt wird's schlimm. Volle Offensive. Wir müssen dafür sorgen, dass der ganz schnell weg ist. Guckt euch das Teil an. Close Sache. Digga! Ich weiß halt nicht bei jeder Attacke, was ich machen muss. Hä? Wie hat mich das gar nicht getroffen? Ich konnte nicht Ausweichrolle machen aus irgendeinem Grund und die Attacke ist einfach durch mich durchgegangen. Was? Ich könnte mehr Leben haben, aber es ist nicht unmöglich. Aber es wird schwer. Void Essence. Der Secret Boss. Alte Schriften verheißen, dass Void Termina seine Form wiedererlangen kann, wenn nur genug Energie gesammelt wurde. Bis dahin wandelt er wie einst zuvor durch die Galaxie. Vielleicht sehen wir ihn eines Tages wieder. Und dann als Freund, erschaffen durch positive Energie. Wir beginnen mit einem ganz miesen Trick seinerseits. Oh, natürlich kommt die mit einem Angriff runter und das Scheiß, die scheiß Void-Essenz blockt meine Herzen! Ich habe mehrere Hits davon kassiert. Das zu Shield ist unfassbar strong. Oh mein Gott. Ja, koch bitte, ich brauch's. Es war gefühlt keine Heilung. Okay,
Okay, doch, es hat wer anders mitgenommen. Zumindest ein bisschen. Ja, Junge! Ich konnte nichts machen! Wir verlieren das. Wenn nichts Großes passiert, dann gewinnen wir das nicht. Ich kann literally nichts machen. Ich muss jetzt so defensiv spielen und hoffen, dass meine Teamkollegen irgendwie was geschissen kriegen. Nein! Macht ihn weg! Guckt auf die Leben! Guckt auf meine und seine Leben! Ja! Ja! Fuck! Ich war den halben Kampf auf einem HP. Ich reihe gerade echt nicht, wie diese Laserattacke mich nicht getötet hat. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir bekommen noch den Super-Ultra-Kampf. So ziemlich alle großen Antagonisten der Kirby-Reihe und Kirby selber. Wir haben's geschafft! An alle Champions einer anderen Dimension. Wählt Seelenschmelz aus und gebt dann diese Befehle ein. Oben A-. Was macht das? Ach so. 100%! Jawohl! Es hat gedauert. Und es war oft nicht angenehm. Ich lasse jetzt erstmal so stehen. An diesem Punkt endet die Folge und fürs Erste auch das Projekt von Kirby Star Allies. Ich schließe allerdings nicht aus, dass ich in ein, zwei Wochen Pause für euch vielleicht deutlich kürzer, weil ich habe irgendwie 7 Folgen vorproduziert, die noch nicht online sind, dass ich dann nochmal wiederkomme und noch den Seelenschmelzer X spiele, der die anderen Formen der Bosse und noch Secret-Bosse beinhaltet. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst ein Like und oder ein Abo da. Das war fucking intensiv. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder oder bei einem anderen Projekt. Bis dann und ciao.